So, Freunde der Nacht, ich habe keinen Surround-Sound, sorry, aber ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Demo von Final Fantasy XV. Das Uncovered-Event ist gerade vorbei gewesen. Ich habe die Demo runtergeladen, war eine halbe Stunde später im Store, im Deutschen. Und da der Square Enix Store momentan völlig down ist und ich deswegen die Collector's Edition nicht vorbestellen kann, zugegeben die normale Collector's, nicht die alte mit Collector's, weil 270 € habe ich jetzt zufällig nicht übrig. Bis September hätte ich sie wahrscheinlich, aber da Square Enix, soweit ich weiß, direkt das Geld verlangt und es ganz ehrlich, ja, 270 € ist schon eine Hausnummer. Ich hätte es gern, aber 270 € ist eine Hausnummer. Hey! Fokussiere mich. Dankeschön. Er ist mit dem Licht ein bisschen schwierig gerade. Es ist noch dunkel. Ich meine, es ist jetzt, wie viel Uhr? 7:30 ungefähr. Es ist ein bisschen dunkel. Und das hier ist schon längst fertig. Ich dachte die ganze Zeit, das lädt noch, aber naja, gut. Genau, wir haben eine neue Demo. Die Platinum-Demo ist diesmal wohl nicht ganz so lang. Aber ja, starten wir einfach ein neues Spiel und gucken mal, was genau hier so abgeht. Die Platinum-Demo ist tatsächlich, genau, hier folge dem jungen Noctis in seinem magischen und seinem magischen Begleiter in eine fantastische Traumwelt. Eine kleine Vorschau auf die spannenden Abenteuer, die dich in Final Fantasy XV erwarten. Dabei allerdings im Gegensatz zu Episode Duskae nichts, was tatsächlich im Spiel vorkommt, so. Deshalb hier ein kleiner Bonus. Und wir hören einfach mal zu. Kannst du das lesen? Das ist von mir. Okay. Na ja, gut, ich muss ja nicht. Ihr lest sowieso, ich muss ja nicht vorlesen, ist ja Quatsch. Willkommen im Königreich der Fantasie. Okay. Ja, darf ich schon was machen, oder? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Wir sind der junge Noctis. Ist das nicht cool? Guckt euch das an. Es gibt übrigens, es gibt. Springen mit X. Stimmt. Ich springe mit X. Es gibt so viel Neues von dem Uncovered-Event. Es gibt ein Anime, eine fünfteilige Miniserie, jeweils 10 Minuten. Ich habe die erste Episode schon geguckt, ist ganz nett. War jetzt nichts Besonderes, aber ist tatsächlich ganz nett gewesen. Erzählt, also heißt Final Fantasy XV Brotherhood und erzählt ein wenig, wie Noctis, Prompto, Cladio und Ignis Freunde wurden, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, so ein bisschen Roadmovie-mäßig, eigentlich ganz cool. Es wird einen Final Fantasy XV Film geben, nicht unbedingt im Kino, also nicht im Kino, aber trotzdem, es wird einen Final Fantasy XV Film geben, Kingsglaive, irgendwie sowas. Ist ein seltsamer Name auf jeden Fall, mit dem ich nicht direkt was anfangen kann. Während wir hier dem Kleinen hier mal hinterherlaufen und seltsame Diamanten sammeln. Bronzeschafter freigespielt. Okay. Wird alles vor dem Release erscheinen. Die erste Episode, wie gesagt, gibt es bei YouTube umsonst. Okay. Ah, wenn das nicht mal Titan war. Dann weiß ich auch nicht. Die neuen Trailer, unfassbar. Es gibt einen Film, es gibt ein Anime, es gibt
so viel Kram, also unbedingt mal im Internet kurz nachgucken, was alles so von Uncovered kommt, aber das Wichtigste wahrscheinlich hier die Demo. Und wenn man die Demo, wohu, hey, hallo, wenn man die Demo durchspielt, kriegt man das kleine Ding hier als DLC und kann es sogar frei benennen. Das ist eigentlich ziemlich cool, so eine kleine, ein kleiner Bonus dafür, dass man hier eine kostenlose Demo spielt. Wenn du aufwachen und deine Freunde wiedersehen möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Okay, na gut, dann gehen wir hier mal auf das nächste Tech-Demo-Schalter-Gedöns. Die Zeit schreitet voran. Gut, dann zeig mir mal, wie die Welt hier so nachts aussieht. Oder zumindest im... Ja, es wird dunkel. Oh, wow. Okay, es ist sehr dunkel. Naja, gut. Besser. Und es sieht halt schon schick aus. Ja, das hier ist eine Demo, ein bisschen, um mal sich an die Steuerung zu gewöhnen, ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Eventuell Noctis als Charakter kennenzulernen, wer weiß, was hier noch so kommt. Und natürlich halt hier mit diesen Schaltern so ein bisschen auch eine Tech-Demo, wie das Spiel aussieht, wie die Welt aussieht. Und es ist halt einfach schon... Ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Ich freue mich wahnsinnig, dass es hier tatsächlich nach dem Event jetzt was zu spielen gibt und es wird mit Sicherheit nicht das erste und einzige Mal, also es ist das erste Mal, aber es wird mit Sicherheit nicht das einzige Mal sein, dass ich diese Demo heute spiele. Oh gut, sorgen wir erstmal für ein bisschen Regen, schätze ich. Weil jetzt haben wir es erstmal bewölkt gemacht, das heißt keine Sterne mehr im Himmel, aber ich möchte mal ein bisschen Regen. Das aussieht. Nun, es gibt auch übrigens deutsche Sprachausgabe. Ja, deutsche Sprachausgabe in Final Fantasy 15 gibt einen Trailer davon, wo man König Regis zumindest mal sprechen hört und es klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin ja an sich nicht unbedingt ein Verfechter von... Wie komme ich denn da hoch? Von deutscher Sprachausgabe in generell. Also was Animes angeht, ist die deutsche Sprachausgabe ja meistens nicht wirklich mein Fall. Ich weiß, es gibt einige Leute, die die deutsche Sprachausgabe mögen und lieber das auf Deutsch gucken oder auf Englisch zumindest, dass sie es verstehen. Das kann ich auch verstehen. Ich mag da allerdings lieber die japanische Originalsprachausgabe, einfach weil die am natürlichsten erscheint. Allerdings, König Regis zumindest klang schon mal ganz nett. Was ist, gehst du nicht weiter? Soll ich alleine? Ja, okay. Schlag sie hiermit in die Flucht. Okay, mit Rubinlicht. Oh, Magie, oder? Magie, Gummihammer, keine Ahnung. Rüste eine Waffe über das Touchpad aus, okay. Waffen. Ich habe ein Spielzeugschwert und ich habe einen Gummihammer. Allerdings wohl scheinbar noch keine Magie. Die Magie übrigens werden wir hier allerdings wohl auch noch einsetzen. So, dann hauen wir hier mal mit unserem Spielzeugschwert drauf, à la Kingdom Hearts. Oder natürlich, was ich ziemlich cool finde, mit dem Gummihammer. Das ist halt, der Gummihammer ist schon... Der Gummihammer ist halt schon sau cool. Ja, das neue Kampfsystem funktioniert auf jeden Fall ganz, ganz gut mit dem schnellen Waffenwechsel über das D-Pad. Finde ich ganz nett. Vielleicht sollte ich eventuell hier nochmal ein bisschen auf Sonne gehen, damit ich nochmal was sehe. Aber an sich finde ich es auch... echt nice, wie der Charakter halt auch ein bisschen nass wird hier, wie man das einfach sieht. Aber gut, laufen wir erst nochmal unserem... Ah, wie war der Name von dem Ding? Garbunkel? War das ein Garbunkel? Irgendwie sowas. Aber bevor wir hier rechts lang gehen, wollen wir natürlich noch entdecken, was hier links passiert. Oder auch nicht, weil er möchte, dass ich hier entlang gehe. Und das möchte ich nicht, weil da hinten gab es noch was. Ja, wenn ich hier schon die Demo spiele, dann möchte ich natürlich auch entdecken, was es zu entdecken gibt. Deswegen folgen wir hier doch einfach mal den Steinchen und gucken, wo wir hier noch so hinkommen.
Irgendwo in der Traumwelt hat sich etwas getan. Das ist schön. Ah, da hinten. Wow. Leviathan, würde ich behaupten. Nice. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Finde ich cool. Aber ja, wie gesagt, guckt euch, geht ins Internet, guckt euch Final Fantasy Uncovered an und ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, das Release-Datum. Ich glaube nicht. 30. September 2016 erscheint das Spiel und ihr glaubt aber, dass ich mir, wenn ich, also ich werde das Spiel innerhalb von einer Woche, zwei, ich weiß nicht, ob ich es durchsuchten kann, ob ich das schaffe rein zeitlich. Aber ich werde wahrscheinlich nicht groß was anderes tun. So, und wir tauchen hier erstmal ab in den nächsten Abschnitt der Demo. War auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ich finde den Gummihammer echt nett. Und ich freue mich auch schon ein bisschen mal Magie auszuprobieren. Das gab es ja in Episode Duskar eh noch nicht. Wo ging es hier nochmal lang? Das ist eine gute Frage. Wir sind hier irgendwie... Also wir sind ein... Ach übrigens, das wird dir bestimmt gefallen. Lass es krachen. Feuerwerk mal 10. Ah, Zauberbomben. Sehr schön. Dann rüsten wir die Zauberbomben noch einfach mal aus. Und zwar unten. Warum eigentlich nicht? Die Musik ist auch ziemlich cool. Und probieren das Ganze doch einfach mal aus. Hier kann ich es nochmal von Tag zu Nacht ändern. Oder generell die Zeit vorspulen. Ja, wenn man sich immer die Lichtverhältnisse anguckt, wie die sich ändern, das ist schon ziemlich episch. Na komm, beeil dich ein bisschen. Es ist schon Nacht. Ich möchte noch zu morgen wechseln. Und während die Zeit voranschreitet, gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Das hier ist auf jeden Fall gesperrt. Es wird nicht lange gesperrt sein, aber schauen wir mal, ob sich hier... noch irgendwas Geheimes verbirgt. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar von diesen Kristallen. Und ich meine, das ist ein Riesenraum. Als Mini Noctis ist das hier definitiv ein Riesenraum. Das ist hier ein Auto, cool. Das wird uns helfen. Noctis hat sich verwandelt, okay, cool. Also, beschleunigen, bremsen rückwärts, alles klar. Sollte kein Problem sein. Ist jetzt nicht allzu schnell. Aber fährt sich an sich doch schon mal nicht schlecht. Kann ich das Ding hier umfahren? Ja! Oh mein Gott, ich kann es umfahren. Attacke! So, und er will auf jeden Fall, dass wir hier oben nachkommen. Das ist an sich auch kein Problem. Ich möchte hier allerdings noch ein bisschen Chaos anrichten, wenn das okay ist. Ich glaube nur... Oh. Tatsächlich ein bisschen Chaos angerichtet. So schnell ist das Auto gar nicht. Und hier sind ein paar Gegner, wie es scheint. Es ist ein bisschen schwierig, die Kristalle hier einzusammeln in der Autoform. Ich würde sagen, wir verwandeln uns einfach nochmal zurück, dann können wir hier auch kämpfen. Wir haben ja schließlich noch Feuerwerk, das wir ausprobieren wollen. Sau cool. Es ist halt nicht unbedingt die Feuermagie, wie man sie letztlich im Spiel hat. Allerdings, ich meine, wir sind ja auch noch der junge Noctis, der noch nicht unbedingt so kampferprobt ist. Der Hammer ist einfach genial.
Bei der Magie ist es ein bisschen schwieriger, eventuell, wenn man den Gegner anvisiert hat, tatsächlich auch zu treffen. Weil, wie ihr seht, wenn ich ein Feuerwerk werfe, dann werfe ich es eben auch immer im selben Bogen und nicht auf den Gegner, egal ob ich ihn anvisiert habe oder nicht. Also anvisieren funktioniert aber auf jeden Fall schon mal deutlich besser als in der Episode Duskaed Demo, obwohl auch in der Episode Duskaed Demo ist dann nach dem Update eigentlich ganz gut funktioniert hat. Das haben wir hier, können wir es nochmal in ein Auto verwandeln, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich möchte mich so umgucken. Was ist hier? Ein Geschenk nehme ich. Funkelschwert. Habe ich eine neue Waffe erhalten? Funkelschwert, cool. Ja gut, das Spielzeugschwert rüste ich mal mit, also ich habe ja Platz. Aber ja, das funkelt doch ein bisschen. So ein bisschen funkelt es schon. Hat den Namen Funkelschwert zumindest ein bisschen verdient. So ein bisschen Schleichwerbung für Kaffee wahrscheinlich. Keine Marken, die ich jetzt unbedingt kenne. Ich meine, Square hat schließlich eine Partnerschaft mit Audi jetzt gemacht für Final Fantasy XV. Beziehungsweise für was genau, warum genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist auf jeden Fall, es gibt ein einziges Final Fantasy XV Audi R8 Auto, das man nicht kaufen kann. Keine Ahnung, wer das hat, wo das ist, ob das rein nur für Marketingzwecke genutzt wird, ob das irgendwann mal von irgendwem gewonnen wird, vielleicht bei einer Verlosung oder so. Keine Ahnung, ich hätte es gern. Nicht unbedingt, dass ich ein Audi oder ein A8 fahren wollen würde, aber also gegen so ein, also es ist ein schickes Auto und gegen so eine Final Fantasy Version von einem Auto hätte ich ehrlich nichts. Also so, mal gucken übrigens, ob ich hier in meinem blinden Demo-Playthroughs tatsächlich schaffe, alle Kristalle zu finden, was ich mir fast nicht vorstellen kann. So, was habe ich hier? Ah, hier kann ich die Tageszeit nochmal ein bisschen ändern. Kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Licht oder einfach mal ein bisschen anderes Licht hier rein. Und haben hier noch ein paar Gegner. Das ist okay. Das hier ist ein Riesengoblin und übrigens das Funkelschwert. Funkelt wirklich ganz gut. Sauputzig. So, ihr Kinderlein, kommet. Sind noch irgendwo Gegner oder nicht? Wenn nicht, ich kann auch rennen. Ich kann rennen. Warum mache ich es eigentlich nicht? Ich könnte mal rennen. Das geht dann doch ein bisschen schneller. Ich meine, das ist ein Riesenraum. Muss man einfach mal zugeben. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Ist die Frage, wie ich da hochkomme. Hier kann ich mich nochmal in ein Auto verwandeln. Ich möchte hier allerdings ja hoch. So. Komm und kämpfe. Ich mag den Hammer. Der Hammer ist einfach eine sauwitzige Waffe. Finde ich cool. Aber ja, gut. Machen wir den letzten Gegner auch noch platt. Und gucken mal, hier kommen wir über das Buch, kommen wir hoch. Allerdings muss ich natürlich erstmal da hinter die Ecke gucken. Allerdings auch nur, um festzustellen, dass wir eben nichts feststellen. Schade eigentlich. Ja, ich kann auch nicht mehr rennen, indem ich den Control-Stick runterdrücke. Das heißt, ich muss tatsächlich mit Kreis rennen. Ist vielleicht auch besser so.
muss man an der Stelle auch einfach mal ehrlich sagen, ist vielleicht auch besser so, weil das hat echt nicht einwandfrei funktioniert, mit dem Analogstick zu rennen. Das war keine runde Sache. Mit Kreis funktioniert das doch deutlich besser. Können wir noch mal ein bisschen die Tageszeit ändern, klettern hier mal hoch. Hier mal kurz ins Wasser springen, bisschen hier die Wasserphysik uns angucken. Sieht auf jeden Fall echt schick aus. Also was Grafik angeht, kann man dem Spiel definitiv nicht vorhalten, es würde schlecht aussehen. Das Spiel sieht fantastisch aus. So, gucken, dass wir hier vielleicht nicht runterfallen, das wäre ganz cool. Huppala, okay. Ja, immerhin, ich bin nicht runtergefallen, ich bin hier nur leicht runtergerutscht. Balanceakt versagt. Na komm, den letzten Kristall, den kriege ich auch noch. Kann ja wohl nicht sein. Hui! Sehr schön. Und runter geht's hier. Mal gucken. Ich hoffe, ich rutsche an keinem vorbei. Mache ich nicht, das ist gut. Dann verwandle ich mich tatsächlich nochmal in ein Auto. Dann komme ich wirklich noch ein bisschen schneller voran. Ist auch ein anderes Auto. Fährt sich auch anders, fährt vor allem auch schneller als dieser Truck. Sehr praktisch. Ich wusste doch, dass ich... Oh Gott, das fährt sich echt ganz anders als der Truck. Ich wusste hier übrigens, dass ich das hier nicht erwischt habe. Jetzt habe ich es erwischt. Gut, würde ich sagen, ich habe hier alles entdeckt. Oder? Habe ich alles entdeckt? Sieht ganz so aus. Hier war ich, hier habe ich angefangen, ne? Komme ich hier hoch? Ne, hier war ich nicht, hier komme ich aber auch nicht hoch irgendwo. Oh, oder doch, hier komme ich hoch. Das Licht, das sich gerade verändert, irritiert ein bisschen. Aber das sind eben sich verändernde Lichtverhältnisse. Das ist eben dann doch... manchmal eine blendende Erfahrung. Okay, cool. Autsch. Ey, das war nicht nett, Freund. Ich finde es auch cool, dass die Gegner hier als Albtraum bezeichnet werden. Weil klar, wenn wir in der Traumwelt sind, dann sind unsere Gegner natürlich Albträume. Das passt schon. Hier ist es dunkel. Aber was finden wir, wenn wir durch den dunklen Pfad wandern? Nichts. Außer ein Pfad. Okay. Aber gut. Gibt's hier wirklich nichts außer ein paar Gegner? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ich wusste doch, hier ist was. Das ist sehr schön. Ich frage mich, ob es irgendwas dafür gibt, die Dinger hier zu sammeln. Oder ob das Ganze quasi als Health dient. Ich habe bisher auch nicht wirklich drauf geachtet, ob ich das Ganze verliere jeweils, wenn ich Schaden nehme. Ich bin ja schon ein paar Mal getroffen worden. Aber ich habe wirklich nie drauf geachtet, ob ich Schaden dadurch nehme. Oder nicht. Also ob ich diese Dinger verliere. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist nochmal, wo ich hin muss. Ich glaube, da hinten auf den Tisch. Ne? Vielleicht gibt es hier ein Auto. Ja, hier gibt es ein Auto. Gut, dann verwandle ich mich mal kurz in eine Karre. Und fahre nach hinten. Weil wir es können. Und weil es schneller geht. So. Mein werter Freund, wie soll ich denn zu dir da hochkommen? Ich habe es nicht mitgekriegt.
Na, ich denke, wir können das Kissen hier hoch. Beziehungsweise über die Bücher. Genau. Die Karte hier ein Geheimnis ist. Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, aber ich möchte es entdecken. Was man hier alles so hinter einem Kissen entdeckt. Leider keine Kristalle. Aber nun gut. Ja, lass uns mal hier weitergehen. Hier unten gibt es nämlich auch noch Dinge, die ich sammeln möchte. So, ich muss ja zugeben, dass ich so langsam nichts dagegen hätte, hier mal nochmal was anderes zu sehen. Aber ich möchte halt auch nichts verpassen und deswegen gehe ich hier wirklich... Also ich versuche zumindest in jede Ecke zu gehen. Solange ich keine Ecke irgendwie verpasse, funktioniert das auch. Aber es gibt halt immer wieder so Momente, wo ich einfach nochmal außen rum gehen muss. Zumindest ein bisschen. Hier, das Ding kann ich einfach auseinander. Oh je, was habe ich getan? Tut mir leid. Ich fürchte, ich habe was kaputt gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht noch brauche. Weil wie komme ich zum Beispiel da dran sonst? Außer, kann ich so springen? Nee, kann ich nicht. Eben nicht. Es mit Sprung erreichen. Na gut, dann kann ich hier ja wahrscheinlich alles kaputt machen. Uah, lasst mich durch! Ich mache hier Sachen kaputt. So, guckt euch das Chaos an. Ich bin der König des Chaos. So sieht's aus. Ja, auf jeden Fall habe ich ordentlich Chaos angerichtet. Das stimmt auf jeden Fall. Aber gut, ich denke, wir haben hier oben unser Ziel so langsam erreicht. Folgen nochmal unserem fuchsartigen Freund. Rollen hier ein bisschen die Bälle rum und dann schlagen wir die Albträume K.O. So, weit so gut. Hier gibt's nochmal ein Geschenk. Funkenschlag. Okay, neue Magie, dass ich die andere noch nicht aufgebraucht habe, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber okay.
So, was gibt's hier noch? Hier kann ich nochmal die Tageszeit ein bisschen vorspulen und ändern. Mein Fuchs mag mich scheinbar. Mir ist wieder eingefallen, wo der Ausgang ist. Wirf mal einen Blick in dieses Haus. Ja, ich sehe schon, dass hier ein Ausgang drin ist. Aber zuerst mal gucken wir uns natürlich noch um das Haus um. Und finden hier einen Riesenkristall. Seht ihr, es lohnt sich. Hier noch ein bisschen Zeug kaputt. Wenn wir hier noch durchkommen jetzt, dann wuseln wir doch einfach mal ins Haus, ins nächste Gebiet. So, sieht so aus, als wären wir wieder außerhalb. Diesmal in einem stadtartigen Gebiet und es regnet immer noch wie Sau. Irgendwo hier muss ein langer Flur sein, der führt zum Ende deines Traumes. Okay, wir sind also in der Nähe des Endes unseres Traumes und suchen jetzt erstmal nach dem Ausgang. Allerdings habe ich da hinten erstens einen Schalter und zweitens ein paar Diamanten. Finde ich beides ganz cool, deshalb holen wir uns erstmal unser Geschenk ab. Ein Funkelhammer. Funkelhammer ist doch cool. Nehmen wir den doch einfach mal statt... Oh, ein Funkenschlag ist tatsächlich was anderes wie Feuerwerk. Eine rätselhafte Magie, die Blitze erzeugt. Na, das ist doch auch mal interessant. Dann blitzen wir doch hier einfach mal... Oh, cool. Ist übrigens auch ganz nett, dass die Magie im Spiel hier tatsächlich auch mit der Umgebung und mit den Charakteren irgendwie fungiert. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Blitz zum Beispiel auch mehr Schaden macht, wenn Charaktere nass sind. Oder Gegner tatsächlich einfrieren können, beziehungsweise wir einfrieren können, in Flammen aufgehen können. Also Zeug, also Magie ist nicht einfach nur, oh, du hast Schaden, sondern das macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich jetzt einfriere und deshalb mich nicht mehr so schnell bewegen kann oder brenne und ständig Schaden erhalte und so Sachen. Wenn ich im Wasser stehe, sollte ich zum Beispiel nicht im Wasser stehen, wenn ich gegen einen blitzaffinen Gegner kämpfe. Das dürfte nicht allzu gut werden, aber sorgen wir hier nochmal ein bisschen für Sonne. Und gucken, dass wir hier in der Stadt vielleicht nichts verpassen. Sieht nämlich ziemlich verwinkelt aus. Eine Stadt, in der man schnell einiges verpassen kann. Und ich glaube, hier sollte ich noch nicht hin. Huch, okay. Da bin ich tatsächlich jetzt erschrocken. Funkelhammer! Funkel die Gegner tot. Komme ich da hinten hin? Vielleicht. Man weiß es nicht. So, habe ich jetzt Schaden genommen? Ich achte da nie drauf. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich nehme Schaden. Ich nehme tatsächlich Schaden. Das heißt, ich verliere meine wohlgesammelten Kristalle. Das finde ich nicht gut. Das heißt aber auch, die Anzahl der Kristalle, die ich hier habe, ist nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, ob ich wirklich alle gefunden habe, was an sich eigentlich auch schade ist. So, hier war ich schon mal. Habe ich irgendwo irgendwas doch bestimmt verpasst. So, ist jetzt aber auf jeden Fall auch ganz nett, die Stadt hier mal im Dunkeln zu sehen. Stimmt, da hinten war ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja, mit den ganzen Lichteffekten hier, und das sieht echt einfach wahnsinnig geil aus. Ich bin echt geflasht. So, was ist das? Ich verwandle mich in... ein Tier, cool. Okay, ich verwandle mich in Monster. Das ist nice, denke ich. Ich kann auf jeden Fall noch um mich hauen, das ist ganz praktisch. Das heißt, ich kann mich die Gegner hier besiegen in meiner Tierform. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das mit dem letztendlichen Spiel zu tun hat.
Außer natürlich, ja, wobei es gibt ja die Doc-Cam zum Beispiel und die Cat-Cam hat man ja schon im Spiel gesehen. Vielleicht ist das Ganze einfach so ein kleines Ding dafür, aber ganz cool. Allerdings auch schwierig, sich hier fortzubewegen momentan. Deswegen verwandle ich mich mal nochmal zurück. Und ihr seht's auch wirklich, Noctis ist verdammt nass hier gerade. Gucken wir doch mal, ob hier ein bisschen Schaden gemacht werden kann mit dem Blitz. Vielleicht, wenn ich treffen würde. So, ich mache hier zumindest mal noch mal ein bisschen morgen, damit ich was sehe. Ansonsten dich, Albtraum, hauen wir noch rum. Und dann geht's weiter in die Richtung nach oben. Hier kriegen wir noch ein Geschenk. Platzregen. Platzregen ist doch bestimmt auch eine nette Magie. Gucken wir mal. Platzregen. Okay, macht auf jeden Fall ordentlich Schaden und sieht ziemlich geil aus. Was ich... Da bin ich immer ein Freund von. Schick aussehende Magie finde ich immer ganz cool. Ich spiele halt echt nicht defensiv genug für das Spiel. Ich bin ein sehr offensiver Spieler. Und wir können die Kisten ja auch zerstören, das wusste ich nicht. Macht aber scheinbar auch nicht allzu viel aus. Haben wir hier unten noch irgendwas vergessen? Ne, ich glaube nicht. Da kann ich mich nur in ein Tier verwandeln, das mache ich auch einfach nochmal. Habe ich mich hier in die Giraffe verwandelt? Ich glaube ja. Ne, ach guck mal. Ein Garula, das kennen wir doch. Hier auch da hinten der Wasserfall sieht sehr schick aus. Oh, ich komme hier nicht wirklich rum als Schweinmonster. Vielleicht möchte ich die Demo auch zweimal spielen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Der Schalter eben. Da war doch eben noch ein Schalter in dem Haus, der gesperrt war. Der wurde ja jetzt dann nicht aktiviert. Ha, Fußbälle, wie cool. Erinnerst du dich, dein Vater hat dir auch mal so einen Ball gekauft? Okay, das ist witzig. Oh, aber er war viel beschäftigt, um damit zu spielen. Also mit dir damit zu spielen. Das ist natürlich schade. So, hier erhalten wir noch ein Geschenk. Meteorbombe. Meteorbombe ist bestimmt gleich sehr praktisch. Die Sternschnuppen tanzen lässt, okay. Na gut, schauen wir uns mal an. Hier noch ein Fragezeichen. Geschenk erhalten. Feuerwerk. Okay. Kenn ich schon. Machen wir einfach mal einen Meteorregen hier. Okay. Okay. Sieht schick aus. Mal gucken, ob es auch Schaden macht. Ja, aber ordentlich Schaden macht das. Wow. Okay. Sieht nicht so aus, aber es macht ordentlich Schaden. Gut. Dann, kleiner Fuchsfreund. Da hinten ist noch... Sorry, das wollte ich nicht. Ah, okay, also wenn ich Magie habe, kann ich nicht mehr rennen, oder wie? Wie verstehe ich das? Weil ich habe gerade auf Kreis gedrückt und dadurch die Magie eingesetzt. So, da ist auf jeden Fall das Ende des Traums. Da ist natürlich die Frage, wie zum Geier ich da hinten an das Ding rankomme.
Okay, hat funktioniert. Ich habe getroffen. Wenn ich dann nun meinen Weg zurückfinde, würde ich sagen, begeben wir uns mal zum Ende des Traumes. Genug die Stadt genossen. Nehmen Sie nochmal Feuerwerk mit und haben uns prompto verlaufen. Da. 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 Dieser Flur führt zum Ende deines Traumes, dorthin, wo du dich geborgen fühlst. Okay, dann bin ich mal gespannt. Du warst schon immer eine echte Schlafmütze. Stimmt, das hat man in den Trailern auch schon gemerkt. Wahrscheinlich führt dieser Traum direkt in dein Bett. Ich weiß ganz schön viel über dich. Was? Beeindruckt? Ein bisschen. Fuchsiger Freund. Bin mal gespannt, ob es wirklich in mein Bett führt oder was hier noch kommt. Ich glaube nämlich, noch ganz vorbei ist es noch nicht. Die Zitadelle. Okay. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, es ist keine Musik. Sieht alles sehr schick aus und ich glaube, so insgesamt ist das hier auch, ich glaube, das hier ist noch das Gebäude, das man damals aus den Final Fantasy Versus 13 Trailern kennt. Glaube ich, das war noch ein Versus 13 Trailer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, so an sich, es scheint die Sonne. Es ist warm. Schätze ich. Sieht alles echt wahnsinnig schick aus. Und wir haben hier jede Menge Schalter. Und dieses ist unser Zuhause. Nein, Fuchsfreund! Du Sack! Zeit für einen Endkampf! Schätze ich mal. Und Zeit für den erwachsenen Noctis. Hier ordentlich den Gegner mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. In dem Falle der Eisenhammer. Oder auch nicht, weil wir haben hier jetzt Erwachsenenmagie. Oh, und ich kann auch mit einem. Also, ja, okay. Nee, verstehe, ist alles okay. Ja, dann nutzen wir nochmal Erwachsenenmagie. Ist eigentlich ganz schick. Und das hier ist. Keine Ahnung, was genau. Gravitas, schätze ich, oder irgendwie sowas. Nutzen wir doch einfach mal die Schalter und gucken, was so passiert. Keine Ahnung, das Wetter können wir noch ändern. Bringt uns allerdings nicht wirklich so viel. Können wir sonst noch irgendwas machen hier? Oder laufe ich einfach nur vor dem Gegner weg? Ah, guck mal, hier haben wir doch was aussieht wie Explosivität. Irgendjemand will verhindern, dass du aufwachst. Ja, darf ich noch angreifen oder ist es okay? Achso, ich hab kein Feuer mehr. Ach, schade. Ich hätte jetzt gern auf das Ding hier mit Magie reagiert, aber gut. Ja, uns geht's ja prinzipiell echt gut. Deswegen ja einfach mal auf den Eisengiganten etwas draufhauen, ohne uns groß Sorgen zu machen. Wenn wir erwischt werden, sieht es zumindest doch auch mal ganz nett aus. Dann sehen wir auch, wie das Ganze wirkt. Und ich hätte entkommen können, allerdings habe ich nicht schnell genug reagiert, weil ich ganz ehrlich nicht damit gerechnet hätte. Ich bin nicht schnell genug für diese Quick-Time-Events.
Und das hat ordentlich Schaden angerichtet. Wortpunkte sind erschienen. Okay. Darf ich? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Eisengiganten fertig gemacht. Irgendwie. So ein bisschen. Platin-Schalter freigespielt. Okay, heißt das jetzt, ich kann das Ganze nochmal durchspielen und neue Schalter aktivieren? Oder verstehe ich das falsch? Weil hier die Schalter, die sind immer noch deaktiviert. Das heißt, vielleicht kann man die Demo tatsächlich auch ein paar Mal durchspielen und entdeckt neue Dinge. Wer weiß. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum Ende der Demo hin. Wuseln hier ein bisschen durchs Wasser. Oh, ist das herrlich. Achso, klar, es steht ja da, ich kann sprinten mit dem linken Analogstick jetzt. War das damals auch schon so? Keine Ahnung. Hier ist ein Schalter, da hinten ist ein Schalter. Die Frage ist, welchen soll ich zuerst aktivieren? Das hier ist ein Monsterschalter. Ah, da kämpfe ich nochmal gegen den Eisengiganten, schätze ich. Ah, und jetzt kann ich hier die Warp-Punkte benutzen, okay. Wie war das nochmal? Anvisieren, genau. So, der Eisengigant hier ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück kräftiger. Da sollte ich auch ein bisschen defensiver arbeiten. Ah, okay. Mit Dreieck kann man sich warpen. Und jetzt? Was nun? Königswaffen können jetzt aktiviert werden. Das ist nice. Ich weiß noch nicht wie. Ah, okay. Das sind die Königswaffen. Verstehe. Den Angriff kenne ich tatsächlich noch. Wusste allerdings nicht, dass das Ganze Königswaffen heißt. Aber hey, cool. Zieht jetzt mittlerweile keine MP mehr ab, sondern hat so einen runden Balken drumherum, was ziemlich praktisch ist. Aber ja, das war Eisengigant Stufe 15. Ja, wenn ich es ernst meine, dann nicht mehr so die Herausforderung. Aber cool. Da werde ich, denke ich, mal gucken, wie viel Eisengigant tatsächlich in diesem Spiel noch wartet, ob es irgendeine Belohnung für mich gibt oder nicht. Aber jetzt erstmal hoch. Ein kleines Feuerwerk zum Sieg und ich bin immer noch verwirrt, dass ich hier nicht mehr renne dann, aber ist okay. Rennen mit dem Analogstick. Ja, gehen wir erstmal hier auf das Fragezeichen-Symbol, gucken, was passiert. Das Portal zur Wirklichkeit aktivieren. Die Geschichte wird dadurch abgeschlossen. Drücken wir einfach mal auf Ja. Verabschieden uns an dieser Stelle, falls es irgendwas Interessantes noch in der Demo gibt. Außer stärkere Eisengiganten werde ich es vielleicht eventuell berichten. Ansonsten ladet euch die Demo einfach selbst runter. Sie ist kostenlos im PlayStation Network Store, im PlayStation Store zu erhalten. Und ja, freut euch auf Final Fantasy 15 und bis dann. Das Auto deines Vaters. Darin fühlst du dich am geborgensten. Naja, ich weiß ja nicht. Okay. Weil du dort immer bei deinem Vater sein kannst. Och, geh. Mein Fuchsfreund. Arigato. Bye bye.
君の名前思い出したよ。Karfunkel. Okay, also Karfunkel ist der eigentliche Name und ich nenne ihn natürlich. Karpjunkel. Muss natürlich sein, ja. Karpjunkel wird mich dann im Spiel begleiten, wenn es im September erscheint, beziehungsweise dann im Oktober, weil 30. September. Naja, gut, aber ja. Karpjunkel ist an meiner Seite. Und wenn ihr auch einen eigenen Karfunkel wollt, dann, wie gesagt, ladet euch die Demo, spielt sie und kauft euch das Spiel. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen von dem, was ich bisher angespielt habe. Deswegen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit irgendwas anderem. Und ja, ich zock weiter, ihr hoffentlich auch.